wir festgestellt haben, ist, dass wir mit lichtbasierten Verfahren diese Tumore und die Tumorränder exakt bestimmen können. Dafür brauche ich natürlich Verfahren, die nicht mehr einfach mit Objektiven, mit starren Optiken funktionieren, sondern da brauchen wir natürlich dann im Endeffekt flexible Endoskope. Und da kommt natürlich das Thema der Glasfasern dann rein. Das Schöne hier am IPRT ist, dass wir dort die Technologien haben, um unsere eigenen Glasfasern, unsere eigenen Fasersonden zu ziehen, zu konfektionieren. Unsere Vision und damit natürlich auch die Faszination, die sich hinter dem ganzen Thema verbirgt, ist, dass wir zukünftig mit Licht frühzeitig Tumore erkennen können. Wir können festlegen, wo der Tumorrand ist, und die eigentliche Vision ist, dass wir dann noch Licht hernehmen, um den Tumor gleich zu entfernen. Das heißt also gar nicht mehr groß schneiden müssen mit einem Skalpell, sondern dass wir in der Lage sind, lichtbasiert den Tumor Schicht für Schicht abzutragen, um dann den Patienten im Endeffekt komplett tumorfrei zu bekommen. Das wäre ein Riesenschritt in eine ganz neue Tumordiagnostik, aber auch Tumortherapie. Aber das ist natürlich etwas, wo wir sagen, da reden wir schon nochmal von den nächsten 10, 15 Jahren.